Heute mache ich für euch eine leckere rote Thunfischsoße mit Pasta. Für Linguine habe ich mich entschieden. Das ist eine leckere lange Pasta. Und das Schöne an diesem Gericht ist, so Thunfischsoßen in Italien, das machen total viele Leute. Aber alle machen sie so ein bisschen unterschiedlich. Deshalb mache ich das heute so für euch, wie es meine Mama für mich gemacht hat. Es wird richtig gut. Braucht dafür gar nicht viel. Ihr braucht eine Zwiebel, Knoblauchzehe, passierte Tomaten, Thunfisch und Kapern. That's it. Und als erstes beackern wir einfach mal die Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Heute probiere ich es mal mit nur durch den Mund atmen, während ich die Zwiebel schäle. Hab auch gehört, dass das helfen soll. Also lenkt mich da nicht zu sehr ab, denn sonst atme ich aus Versehen durch die Nase ein und plötzlich muss ich heulen. Bisschen Olivenöl rein. Zwiebel und Knoblauch in die Pfanne. Schont eure Messer und nehmt die Oberseite. Zack. Und damit finde ich, ist eigentlich die größte Arbeit schon getan. Denn das war vor allen Dingen auch die Schneidarbeit. Zwiebeln und Knoblauch kommen ganz schön ins Schwitzen gerade. Wir nehmen uns die Kapern und fügen die auch schon zu. Kapern, vor allen Dingen auch für die salzige Komponente, haben auch einen relativ guten, krassen Eigengeschmack. Also ich stehe da total drauf. Sachen mit Thunfisch vor allen Dingen oder mit Fisch, da passen Kapern immer richtig gut dazu. Und jetzt kommt der Thunfisch dazu. Das Ganze lasst ihr jetzt so eine knappe Minute noch so mit anschwitzen. Leicht, ganz, ganz leicht mit anrösten. Dann kriegt es auch noch so ein paar Röstaromen mit dazu. Und wenn hier die ganze Masse soweit ist, dann kommen die passierten Tomaten und wir löschen ab. Ein Traum in Rot, würde so manch einer sagen. Und was habt ihr gelernt, wenn ihr euch schon ein paar Videos angekocht wäre auch schön. Rote Soßen, Tomate immer mindestens einmal so richtig aufkochen lassen. Sonst schmeckt es halt am Ende immer noch eher so ein bisschen mehr nach Säure. Und das wollt ihr nicht zwingen, das könnt ihr mir glauben. Es ist halt nicht wirklich schlecht, aber schmeckt halt einfach besser, wenn ihr sie einmal aufgekocht habt, weil dann vor allen Dingen auch eher so das Süße mit durchkommt. Ich salze jetzt also noch das Wasser, das kocht, das haben wir am Anfang vorbereitet, schön großzügig. Und dann kommt meine Pasta. Tada! Und wenn die Nudeln ungefähr die Hälfte der Zeit abgesessen haben, was machen wir dann? Lisa, weißt du's? Schütten das Wasser rüber. Genau das. Also wir schütten das Wasser nicht über die Nudeln, die sind nämlich schon im Wasser. Wir nehmen aber ein bisschen was von dem Nudelwasser, so eine halbe, zwei Drittel Kelle, und geben das zu unserer Soße. Pasta ist in den letzten Zügen. Die ist jetzt gerade noch sehr al dente, aber wir werden sie auch wirklich noch sehr al dente rausholen und wirklich dann halt den Rest in der Soße arbeiten lassen. Wir werden die Soße jetzt würzen. Ihr könnt, müsst aber nicht. Noch ein bisschen Basilikum nutzen. Ich hau da immer ganz gerne noch so ein paar Blätter mit rein. Gibt es halt einfach noch mal so was Leckeres, Frisches, Kräutriges. Und natürlich Salz, Pfeffer, da kann ich euch allerdings keinen Tipp geben. Abschmecken solltet ihr selber, mache ich auch und ihr würzt es so, wie es euch am besten schmeckt. Ich darf euch nun verkünden, dass der Moment gekommen ist, an dem wir die Nudeln aus dem kochenden Wasser holen und sie zur Soße geben. Und jetzt vermengen wir das Ganze hier schön mit der Soße. Ich denke, es schreit wieder so ein bisschen nach meiner Schwenk-Action, oder Lisa? Okay, schwenk los. Die Küche brennt, aber das Essen ist gut. Es passiert im Besten, somit auch mir. Und es kann angerichtet werden, ne? Ich kann schön eigentlich nicht so gut, muss ich sagen. Das ist ja so mein großes Defizit. So. Noch so ein Nest hier rein. Schön, ne? Mhm. Immer nach eigenem Gusto ein bisschen was von der Soße aus der Pfanne dann noch drüber tun und so haben wir halt einfach ein richtig leckeres Thunfischsoßengericht mit leckeren Linguine und ich kann es nur jedem empfehlen, weil es schmeckt hammermäßig gut, es ist super einfach und ja, einfach nur geil. Wie immer kann ich euch nur empfehlen, kocht es nach, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Viel wichtiger, abonniert den Kanal, die Glocke. Kommentiert es, dann können wir mit euch weiterschreiben. Schreibt uns auch einfach irgendwie Ideen, was ihr noch gerne für Rezepte hättet, dann machen wir das auch. Und ansonsten, Leute, wünsche ich euch ein angenehmes Kochen und freue mich auf die nächste Show. Ciao!